So, jetzt kann ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem weiteren Abend über Esoterik. Esoterik ist in allen ihren Formen in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Sie ist präsent, zum Teil etwas versteckt, andernorts wird sie offen angepriesen. Sie hat für die einen großes Gewicht und wird für die einen sogar wie zum Lebensmittelpunkt. Für andere, die lehnen sie total ab. Der Beirat des Forums war überzeugt, dass die intellektuelle Auseinandersetzung darüber zu wenig geführt wird, gerade auch von der Theologie und von den christlichen Kirchen her. Wir haben daher in den letzten 2 Jahren mehrere Abende dazu gestaltet. Im 2018 Esoterik und Christentum, ein Konflikt? Fragezeichen. Spirituelles Heilen und christlicher Glaube, auch mit Fragezeichen. Die Wirklichkeit der Esoterik und die christliche Theologie. Und etwas am Rand wollten wir einen Abend über Mystik mit Fulbert Stefensky gestalten. Da ist dann das Thema hat sich ein bisschen verändert. Und heute eben esoterisches Christentum. Wir hatten Fachleute dabei, Heilerinnen und Heiler wie Claude Hitz, Rebecca Greschitz, Ruth Jakob Bösch. Und auch Theologieprofessoren, also Professorin Christina Austerau, Pierre Bühler, Pfarrerin Annemon Eglin, Pfarrer Peter Schultes. Heute darf ich Ihnen Professor Helmut Zander vorstellen. Er könnte Ihnen bekannt sein, weil er vor etwa einer Woche einen Artikel in der NZZ hatte, eine Buchbeschreibung über das neueste Buch «Die Entstehung der Bibel» von Professor Konrad Schmid, der ja auch Mitglied im Beirat des Forums ist und öfters schon hier auftrat. Helmut Zander ist Politikwissenschaftler, katholischer Theologe, Religionswissenschaftler, Professor für vergleichende Religionsgeschichte und interreligiösen Dialog an der Universität Fribourg. Seine Forschungsfelder sind, passen Sie gut auf, komparative Religionsgeschichte. Vielleicht erklären Sie dann genau, was das ist. Wie kann man eine Weltgeschichte der Religionen schreiben? Warum entwickeln religiöse Kulturen stabile Unterschiede? Esoterik und Anthroposophie. Er hat viel publiziert, das lese ich Ihnen jetzt nicht alles vor, das kann man sicher im Internet abrufen. Ganz sicher spannende Bücher. Also wir haben jetzt heute Abend für unser Thema eine Fachperson, wie man sie sich nur wünschen kann. Wir freuen uns auf diesen Vortrag. Der Vortrag wird etwa eine Stunde dauern. Nach einer kurzen Pause gibt es dann ein Gespräch mit Herrn Zander und Samuel Jakob. Samuel Jakob hat abgeschlossen in Sozialpädagogik, Psychologie und Neues Testament und doktoriert mit einem erziehungsphilosophischen Thema. Er war langjähriger Schulungsleiter und Supervisor in der evangelisch-reformierten Landeskirche, ist Psychologe mit eigener Praxis und gibt Seminare zur spirituellen Arbeit an sich selbst. Samuel Jakob ist Initiator dieser kleinen Reihe, die heute vorläufig abgeschlossen wird. Er hat den Titel gewählt, Herausforderung für die Reformation der Kirche, und will damit postulieren, dass eine Reformation, eine Weiterentwicklung der Kirche ohne Miteinbezug der Esoterik nicht gelingen kann. Aber welche Esoterik? Und was würde das bedeuten, wenn wir sie anders oder besser oder noch mehr integrieren würden in die christliche Kirche? Das alles sagt uns jetzt Professor Zander. Sie haben das Wort. Sollte gehen. Geht es? Ja, ja. Es geht. Gut. Liebe Frau Giesel, lieber Herr Jakob, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Zürich. Vielleicht kann ich als erstes das kleine Geheimnis aufklären, was jetzt komparative
Religionsgeschichte ist, es ist schlicht der Vergleich unterschiedlicher Traditionen. Als erstes einen ganz herzlichen Dank, Herrn Jakob, für die sehr engagierte, sehr sorgsame Vorbereitung, für die Einladung hier nach Zürich, die ich schon deshalb sehr gerne angenommen habe, weil ich einmal ein Jahr einen Lehrstuhl hier vertreten habe. Und immer, wenn ich vom Bahnhof zum Großmünster an St. Peter und dem Fraumünster vorbeigegangen bin, mit diesen riesengroßen Uhren, wie ich sie aus keiner anderen Stadt kenne, dann wusste ich, hier bin ich in einer strukturprotestantischen Stadt. Aber nun zum Thema. Was ist Christentum? Was ist Esoterik? Diese Frage muss man bei diesem Titel stellen, denn das, was ich Ihnen da präsentiere, ist alles andere als selbstverständlich. Wenn man wissen wollte, was Esoterik ist, könnte man zu unserer Allzweckagentur Wikipedia greifen. Da würden Sie das Wikipedia-Portal Esoterik finden. Und ich lese Ihnen hier im Staccato des verwirrten Affen 12 Bereiche vor, die dort unter die Rubrik Esoterik fallen. Nämlich Alchemie, Anthroposophie, Astrologie, Hermetik, Kabbalah, Magie, Mantik, Meditation, Rosenkreuzer, Schamanismus, Telema und Theosophie. Und wenn Ihnen das nicht reicht und Sie in die einzelnen Abteilungen hineinschauen, finden Sie ein Florilegium, und ich greife hier eigentlich wild heraus, ein Dutzend weiterer Begriffe, nämlich Abracadabra, Analogiezauber, Bachblütentherapie, Bibelstechen, Bleigießen, Chaosmagie, Geomantie, henochische Sprache, Jesusgebet, Kipperkarten, Reinkarnationstherapie und Ritualmagie. Wie um Himmels Willen oder in drei Teufelsnamen, je nachdem wie Sie wollen, soll man daraus einen belastbaren Begriff von Esoterik kreieren. Man könnte sich jetzt in ein Beispiel retten. Das tue ich jetzt auch. Sage Ihnen sofort, dass es irgendwie und irgendwie nicht funktioniert. Das Beispiel, und das hat natürlich mit meinen Forschungsbereichen zu tun, könnte Rudolf Steiner sein. 1861 geboren, 1925 gestorben, eng mit der Schweiz verbunden. Sie sehen links ein Foto, in dem er seiner Selbstdarstellung nach gerade in der Aktivität des Hellsehens ist. Aber wir kennen die Anthroposophie ja eher über ihre Praxisfelder. Sie sehen rechts einen Ausschnitt aus dem Webauftritt der Freien Gemeinschaftsbank in Basel, eine anthroposophische Bank. Es gibt in Arlesheim und hier im Kanton in Richterswil zwei Kliniken, die nach anthroposophischen Prinzipien arbeiten. In Dornach ist das Zentrum, das Hauptquartier sozusagen der Anthroposophie. Und die anderen Praxisfelder kennen Sie natürlich alle. Vielleicht Waldorfpädagogik, Velida-Kosmetik, Demeter-Möhren. All das gehört in den Bereich der Anthroposophie. Jetzt kann man sich fragen, ist das Esoterik? Wohl kaum. Oder jedenfalls ist das nicht ausreichend. Man könnte sagen, es gibt einen weltanschaulichen Kern der Anthroposophie und vielleicht hat der etwas mit Esoterik zu tun. Die entscheidende Dimension in Rudolf Steiners Weltbild ist eine Interpretation der Wirklichkeit. Nämlich, im Zentrum ist der Geist oder das Geistige oder das Göttliche. Das heißt für Rudolf Steiner, auch der Mensch ist in seinem Inneren geistig, göttlich. Und er kann die geistige Welt, die über uns ist, so immer Rudolf Steiner erkennen. Rudolf Steiner hat eigentlich nichts dagegen gehabt, seine Anthroposophie im Bereich von Esoterik zu situieren, wenngleich der Begriff damals noch nicht so en vogue war wie heute. Was wäre dann ein Definitionsmerkmal von Esoterik im Blick auf die Anthroposophie? Eine geistige Welt. Das würden wir sagen, reicht aber nicht aus, denn Esoterik, griechisch Esoterikos, heißt eigentlich im Wortsinn, da
das Verborgene. Sie werden es aus anderen Vorträgen möglicherweise wissen. Ist jetzt Anthroposophie etwas Verborgenes, Geheimes? Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass Steiner davon ausgeht, dass es eine geheime Tradition gab, von den Mysterienkulten Altägyptens bis in die Gegenwart. Ja, insofern er ein Buch geschrieben hat, das heißt Geheimwissenschaft im Umriss. Aber in der Praxis ist in der Anthroposophie heute nichts mehr geheim. Sie können alles lesen, alles ist im Grunde veröffentlicht. Was machen wir jetzt? Und ich breche hier meine Problemanzeige mit der Wikipedia-Esoterik und der Anthroposophie ab und nehme diese Einführung als eine Problemanzeige. Und wie gesagt, ich versuche im Lauf des Vortrags klarzumachen, dass dieses Beispiel passt und auch nicht. Eins können wir jedenfalls festhalten: ein Kollektivsingular, ein Allgemeinbegriff von Esoterik ist auf dieser Grundlage schwierig. Jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten Begriff, das Christentum. Und der ist nicht minder schwierig. Was soll das sein? Wer steht repräsentativ für das Christentum? Pfarrer Peter am Fraumünster, Billy Graham, Papst Franziskus, Täufer im Emmental, die anthroposophische Christengemeinschaft, antitrinitarische Unitarier, die Zürcher Landeskirche oder horribile dictu Helmut Zander. Sie ahnen, solche Kollektivsingulare sind schwierig. Sie lassen viel entdecken, aber zugleich sind sie in der Regel viel zu wenig differenziert. Deshalb ist ein Teil meiner Aufgabe und überhaupt wissenschaftlicher Arbeit, solche Begriffe in einem ersten Schritt, zumindest in einem ersten, zu zerstören oder lyrischer gesagt, unsere Brillen zu putzen, sie vielleicht abzusetzen oder sie vielleicht wegzulegen. Soweit zur Einführung, damit komme ich zu einem zweiten Punkt, den Konzeptionen von Esoterik. Ich habe ihn als Übergangsbild, dass Sie wissen, in einem neuen Kapitel zu sein, ein Bild von Piet Mondrian an die Wand geworfen, der ein... Ups. Passt. Hält. Der ein tief überzeugter Anhänger Blavatskys und Theosoph war, also nicht nur ein Mitglied der künstlerischen Avantgarde, sondern, wenn Sie so wollen, auch ein Esoteriker. Wenn es jetzt um Konzeptionen der Esoterik geht, nehme ich Sie mit in ein Feld, das, nochmal etwas belletristisch gesprochen, relativ nah bei den Leiden des jungen Werthers liegt, nämlich in die Qualen der Wissenschaft. Diese Qualen heißen diskurstheoretische Überlegungen. Diskurstheorie, das ist etwas, wo wir nicht nach dem fragen, was ist, was existiert, sondern wir fragen, mit welchen Methoden, mit welchen Fragen, eben mit welchen Diskursen analysieren wir etwas. Und ich mache das, indem ich einen Blick auf die Sprachgeschichte des Begriffs Esoterik werfe. Wow. Das ist nämlich ein relativ junges Kind unserer Sprachgeschichte. Im Deutschen ist dieser Begriff 1792, so die Forschungen von Monika Neugebauer-Wölk. Und wenn ich solche Namen nenne, finden Sie die unten auf der Literaturliste auf Ihrem Handout. Die hat erforscht, dass wir mit dem Begriff Esoterik ins späte 18. Jahrhundert kommen. Und vermutlich ist der Begriff im Französischen und Englischen noch etwas jünger. Wir streiten gerade in der Wissenschaft wie die Kesselflicker, ob es ein Äquivalent für Esoterik in nicht-europäischen Kulturen gibt. Das ist eine noch ungeöffnete Box. Die große Karriere, und das macht dieses Bild oben deutlich, hat der Begriff Esoterik im 20. Jahrhundert.
Sie sehen hier, bis 1880, 90 sind diese Begriffe verschwindend selten. Und ich habe Ihnen hier mal drei vielleicht verwandte Begriffe aufgerufen. Esoterik blau, Okkultismus rot, Hermetik, sage ich gleich noch was zu, in grün. Und diese Kurven stammen aus den von Google gescannten Büchern. Und da lässt sich mit einer gewissen Plausibilität gut ablesen, welche Begriffe wann gemacht haben. Und Sie sehen hier, Okkultismus, das ist der große Begriff zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und etwa seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges schneiden sich die Kurven und Esoterik ist zu einem zentralen Begriff für was auch immer geworden. Diese Wikipedia-Esoterik beginnt in dieser Zeit. Sie ist ein Sammelbecken eigentlich für alles, wo, so würde ich ganz kurz sagen, was nicht Mainstream, was nicht hegemonial, nicht orthodox, nicht kirchlich, irgendwie nicht etabliert ist. Das ist eine negative Definition von Esoterik. Wenn wir jetzt in die Wissenschaft schauen, könnte man meinen, die hätten alles besser gemacht. Und man könnte in ein Standardwerk der Esoterikforschung schauen, nämlich diesen Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Wirklich ein exzellentes Buch. Da haben etablierte, gute Wissenschaftler drin geschrieben. Aber wenn man sich fragt, was der Rahmen dieses Buches und damit Esoterik ist, stößt man auf ein strukturell ganz ähnliches Problem wie bei Wikipedia. Nämlich, sie stoßen auf Begriffe wie Alchemie, Bogomilen, Francis Bacon, Blavatsky, Johannes Scotus Eriugena, Theosophie, Rosenkreuzer, Reinkarnation, Satanismus, Scientology und Zoroaster. All diese Artikel sind gut, aber keiner beantwortet letztlich die Frage, was Esoterik denn sei. Und weil der Mitherausgeber ein Althistoriker war, heißt dieses Unternehmen zusätzlich noch Dictionary of Gnosis, also spätantiker Gnosis plus Esoterik. In der Einleitung gibt es den Versuch, dann doch eine Definition hinzubekommen. Die Antwort dann lautet, das sei unwise and unnecessary, unklug und überflüssig. Dieses Werk ist, böse gesagt, weiterhin ein Werk von Jägern und Sammlern. Aber nochmals, die einzelnen Artikel sind, wie wir in der Romandie sagen, wissenschaftlich impeccable, ohne Probleme. Ich stelle Ihnen dann noch ein letztes wissenschaftliches Buch vor. Das meines Erachtens nach im Moment anspruchsvollste Buch, was es im Moment im wissenschaftlichen Bereich gibt. Wouter Hanegraaff, Inhaber eines Lehrstuhls für Geschichte der Esoterik. Und der spannende Punkt ist eigentlich der Untertitel. Für ihn ist es Rejected Knowledge. Er sagt auch an anderer Stelle, Esoterik ist der Waste Bin, der Abfalleimer der europäischen Geschichte. Also alles, was von der Universität, von der Akademie ausgegrenzt, marginalisiert, nicht ernst genommen wurde, all das glaubt er in der Esoterik zu finden. Ich glaube, diese Antworten sind unzureichend und ich würde Ihnen heute im Laufe des Abends eine andere Antwort geben. Was diese Bücher allerdings anzeigen, ist relativ klar. Sie zeigen an, dass Begriffe, die über Jahrhunderte seit der frühen Neuzeit ausgegrenzt, marginalisiert, inakzeptabel waren, inzwischen so weit sind, dass wir sie als Teil unserer intellektuellen Debatte ernst nehmen und, wie Frau Giesel in der Einleitung gesagt hat, sie sind Teil unseres akzeptierten gesellschaftlichen Instrumentariums geworden.
Worin könnte jetzt ein roter Faden, eine Achse in diesen unterschiedlichen Sammlungen von Esoterik-Konzepten liegen? Und hier kommt das Christentum ins Spiel. Also der zweite Teil des Titels. Wir brauchen meines Erachtens nach, um zu verstehen, was Esoterik sein kann, einen Blick in die Geschichte des Christentums. Und damit bin ich bei Punkt 3. Ich nehme Sie mit in die 1460er Jahre der frühen Neuzeit nach Italien, in die Toskana, an den Ruf der Medici. Und die sammeln antike Literatur. Und sie lassen einen Text übersetzen, der ganz wichtig wird für die frühneuzeitliche Geschichte, nämlich das sogenannte Corpus Hermeticum, das Sie heute in Dutzenden von Ausgaben finden. Es ist die Spitze des Eisberges von Übersetzungen antiker Texte, zu denen eine Vielzahl anderer kommen. Sie werden es vielleicht wissen, der gesamte Platon wird übersetzt, die chaldäischen Orakel, ganze Bibliotheken kommen aus dem Orient. Es hat allerdings relativ lange gedauert, bis man realisiert hat, welches Küken aus diesen literarischen Eiern entschlüpfen würde. Letztlich hat man es erst gemerkt, als der kleine Hahn einen Hahnenkamm entwickelte. Was sich nämlich entwickelte, war eine Tradition, die wir Hermetik nennen. Was ist jetzt Hermetik? Davon war mehrfach die Rede. Und ich glaube, es gibt zwei Merkmale. Das erste Merkmal in der Hermetik ist die Überzeugung, es gibt eine uranfängliche Geschichte der Ideen, eine Geschichte der Philosophie vor aller Zeit, vor der Entstehung der Welt, eine Philosophia per ennis, auf gut Deutsch eine ewige Philosophie. Wenn das Wichtige vor dieser Welt sich abspielt, vor ihrer Geschichte, dann ist das konkrete Leben sekundär. Religionen, Weltanschauungen, Gemeinschaften sind so etwas wie die Schaumkronen auf dem Meer des Geistes. Evangelisch, katholisch, islamisch, buddhistisch, Großmünster, Jesus Christus, alles transitorisch. Dann gibt es eine zweite Dimension, die für diese hermetische Tradition wichtig ist. Nämlich die Idee, dass der Mensch eigentlich göttlich ist. Und wenn der Mensch göttlich ist, wird die Differenz zwischen Gott und Mensch eingezogen. Und letztlich wird der Unterschied zwischen Geist und Materie, Welt und Geistigem minimalisiert oder eliminiert. Also zum einen die Verlagerung der Geschichte in eine Welt vor unserer Welt und zum anderen der göttliche Mensch. Sie ahnen, wenn Sie die christliche Tradition kennen, dass beide Punkte schwer oder gar nicht mit dem Mainstream der christlichen Traditionen zu verbinden ist. Das kann man sich fragen, wie reagiert das Christentum auf diese Herausforderung, auf diesen sozusagen neuen intellektuellen Gast? Und ich muss Ihnen jetzt zwei Geschichten dazu erzählen, weil die Reaktion sehr unterschiedlich ausgefallen ist in protestantischen und katholischen Traditionen. Und ich fange mit der evangelischen Reaktion an, die ist ein klein wenig länger als die katholische. Erstmal ist spannend, dass wir darüber vergleichsweise wenig wissen. Das ist ein Forschungsbereich, der tut sich in den letzten 10, 15 Jahren auf. Ich nenne Ihnen ein Buch dazu, das ist das von Anselm Schubert. Der hat über Täufer und Hermetik, also über die Versuche, Christentum und genau diese Hermetik miteinander zu verbinden, geforscht. Ich nenne Ihnen ein weiteres Buch, das einige von Ihnen kennen mögen, nämlich Johann Arndts 4 Bücher vom wahren Christentum.
1605, 1610 erschienen, also ein knappes Jahrhundert nach der Reformation. Und es gilt als eines der meistgelesenen Frömmigkeitsbücher der frühen Neuzeit in protestantischen Gebieten. Hermann Geyer hat dazu eine Dissertation geschrieben, ein tolles Werk, und hat analysiert, dass Arndts vier Bücher vom wahren Christentum tief hermetisch geprägt sind. Etwas, was wir lange hätten wissen können, aber nicht wussten. Und es scheint so, dass man erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts sich über das Konfliktpotenzial dieser hermetischen Tradition bewusst geworden ist. Das hat mit der Philosophiegeschichtsschreibung zu tun, die es dann im Protestantischen gibt, Johann Jakob Brucker, oder mit dem Philosophen Jakob Thomasius, der ist der Vater des etwas berühmteren Christian Thomasius. Und es gibt dann einen lutherischen Theologen, der diese Problematik auf den Punkt gebracht hat und der der Meinung war, die Verbindung von Hermetik und Christentum ist toxisch. Das ist Daniel Irgott Kolberg, lutherischer Pastor in Mitteldeutschland. Er zieht sozusagen die Reißleine. Wer sind seine Gegner? Die Anhänger Jakob Böhmes, eines Theosophen, Rosenkreuzer, Madame de Bourignon, eine katholische Spiritualistin und eben Hermetiker. Wir würden heute sagen, Spiritualisten, also Christen, für die geistige Erfahrung primär ist, und Hermetiker fallen bei ihm in die gleiche Box. Warum? Er ist der Meinung, dass das Schriftprinzip, sozusagen die grundlegende Norm der Bibel, durch diese Texte eliminiert wird. Und ich habe Ihnen zwei frühe neuhochdeutsche Zitate mitgebracht, die Sie auf dem Screen, aber auch auf Ihrem Handout finden. Was meint er? Kolberg. Die Heilige Schrift ist Ihnen nur ein äußeres Wort, ein toter Liter, also Buchstabe, alt und kalt Ding, Hülsen und Schalen, weil Spiritualisten deshalb das innerliche Wort Gottes oder zugunsten des innerlichen Wortes Gottes abwerten. Eine andere Formulierung bezieht sich auf Antoinette de Bourguignon. Ups. Sie, Bourguignon, vermerkte, dass ihr alles, was im Neuen Testament geschrieben steht, schon bekannt wäre. Und dass, wenn es gleich verloren ginge, sie eben ein solch Evangelium schreiben würde. Klartext, das Evangelium kann jeder selber produzieren. Jeder kann selber diese Offenbarung neu machen. Das heißt, Sie kennen dieses Argument jetzt aus der Hermetik. Die Bibel ist auch nur eine Schaumkrone auf dem Meer des Geistigen. Sie ist ersetzbar. Und auch das zweite Problem des göttlichen Menschen sieht Kolberg in aller Schärfe. Wenn nämlich der Mensch in seinem Inneren fähig ist, unmittelbar mit Gott zu kommunizieren, ist er in seinem Inneren, in seinem Kern gottähnlich oder vielleicht sogar gottgleich. Nochmals. Kolberg sieht hier dann keinen Unterschied mehr zwischen christlichen Spiritualisten, die auf Geist setzen, und Hermetikern, die zwar aus einer anderen Tradition kommen, aber auch ein geistiges Prinzip ins Zentrum rücken. Welche Konsequenzen sieht Kolberg? Ende des Schriftprinzips, Ende von Kirche, Ende von Sakramenten, Ende der Bibel, Ende von protestantischer Rechtfertigung, weil am Ende droht, der göttliche Mensch kann sich vermutlich dann doch selber erlösen, wenn und weil er göttlich ist. Das kommt selten so auf den Punkt, aber das ist der unterschwellige Basso Continuo der Kritik. Damit ist in der evangelischen Tradition eine relativ scharfe Abgrenzung
zwischen biblischem Christentum und Hermetik eröffnet, die sich durch die ganze frühe Neuzeit seitdem bis heute zieht. Gleichwohl war damit das Problem natürlich nicht vom Tisch. Und man findet hermetisch orientierte protestantische Christen, insbesondere im radikalen Pietismus, eine der spannendsten Gruppen der evangelischen Tradition, die ich mir vorstellen kann. Es gibt etwa die Gemeinschaft der Eva Butler, die sogenannte Butlersche Rotte, in der hermetische Vorstellungen dazu führen, dass man Seelenwanderungsvorstellungen übernimmt. Oder es gibt die Berleburger Bibel, die sitzen im Siegerland, radikale Pietisten, die auch mit Seelenwanderungsvorstellungen an manchen Stellen liebäugeln und den Kanon der Bibel sprengen, also Bücher hineinnehmen, die traditionellerweise nicht in die Bibel gehören. Und wenn Sie an Literatur interessiert sind, rate ich Ihnen zu Hans-Georg Kempers großartiger Lyrik des Barock. 6 Bände, wenn Sie da das Stichwort Hermetik nachschlagen, werden Sie einiges finden. Und so könnte ich weitergehen. Friedrich Heinrich Jacobi, Aufklärer und zugleich esoterischer Hochgradmaurer. Und irgendwie muss man in Zürich dann doch auch Johann Caspar Lavater hinzuzählen, der am Ende seines Lebens an präspiritistischen Sitzungen, in denen Maria, Jesus erscheinen, teilgenommen hat. Das ist sozusagen die weniger bekannte Seite des großen Lavater. Aber diese Geschichte der evangelischen Hermetik ist nur in Teilen geschrieben. Nun hatte ich Ihnen gesagt, das läuft konfessionell sehr unterschiedlich und die katholische Tradition funktioniert in der Tat anders. Man könnte mit Bessarion anfangen. Das ist ein orthodoxer Theologe, der über die Unionsverhandlungen im 15. Jahrhundert in den Westen kommt. Er wird Kardinal der alten Kirche und gilt als Papabile, als möglicher Papst. Und er bringt eine riesige Bibliothek von griechischer Literatur, nicht zuletzt hermetischer Literatur mit, die er seiner Wahlheimat Venedig vermacht, wo sie bis heute liegt. Das wird Teil einer katholischen Rezeption von Hermetik. Ich könnte Ihnen eine weitere Person nennen, Agostinus Teuco, Bibliothekar der päpstlichen Bibliothek im Vatikan, Teilnehmer des Konzils von Trient. Und er schreibt 1540 dasjenige Buch, das dieser hermetischen Tradition in der frühen Neuzeit einen Namen gibt, nämlich De perenni Philosophia, also von der ewigen Philosophie. Ich könnte Ihnen Athanasius Kircher nennen, ein Jesuit, könnte man als einen der frühen Empiriker bezeichnen, der steigt in den Ätna hinein, in den Schlund als einer der Ersten und hat berühmte, wunderbare Bücher hinterlassen. Hier ein Bild aus dem Mundus Subterraneus, der unterirdischen Welt. Auch er ist, wie wir seit 3, 4, 5 Jahren wissen, ein in die Wolle gefärbter Hermetiker. All das hat man dann auch theologisch reflektiert. Etwa Melchior Cano, der schreibt ein Buch über die 12 Orte theologischer Erkenntnis, 1567. Und die Message ist, es gibt neben der Bibel 11 andere Orte, an denen wir theologische Erkenntnis erlangen. Und einer dieser Orte kann dann die philosophische und in dem Kontext die hermetische Tradition sein. Kirchenamtlich kritische Reaktionen auf diesen Bereich Hermetik sind ein Phänomen des 19. Jahrhunderts und die fallen relativ sanft aus. Mit anderen Worten, der relativ klaren Identifizierung von Unterschieden in der evangelischen Tradition steht wenig Entsprechendes im Katholizismus gegenüber. Das ist bis heute so. Das ist ein Buch von einem Anthroposophen, der in die katholische Kirche konvertiert ist, Valentin Tomberg, Die großen Arkana des Tarot, ein Buch, ich will mal sagen, mit einem starken Hang zur allegorischen Auslegung und mit durchaus offenen Türen zu Reinkarnationsvorstellungen. Das wird herausgegeben von einem Philosophen, Robert Spellmann,
und einem Luzerner Kardinal, nämlich Hans Urs von Balthasar, 1983. Was lernen wir daraus? Damit schließe ich dieses Kapitel ab. Erstens, die Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Hermetik werden konfessionell sehr unterschiedlich behandelt. Und zweitens, die Debatte um das, was Hermetik hieß, ist in die Debatte, was Esoterik sein kann, eingeflossen. Das muss ich Ihnen jetzt noch beweisen, aber das wäre meine Folgerung daraus. In der frühen Neuzeit, und deshalb habe ich Ihnen das vorgestellt, diskutiert man Dinge, die wir strukturell sehr ähnlich im Bereich Esoterik diskutieren können. Damit komme ich zu meinem vierten Kapitel. Und hier geht es nun schon etwas mehr um diese Frage der Neuformierung. Ich frage mich, wenn wir zwei derartige Geschichten erzählen, protestantisch-katholisch, wie sieht denn das aus mit dem Christentum? Was gibt es da? Gibt es da Anknüpfungsstellen eher oder sind eher die Unterschiede deutlich? Und Sie ahnen, wie das ausgeht. Es gibt natürlich wie immer beides. Gleichwohl würde ich einen Punkt gerne herausgreifen, nämlich die Legitimation von Religion, von religiöser Praxis, von religiöser Erfahrung, die nicht über Schrift, sondern über Geisterfahrung verläuft. Anders gesagt, über innere Erfahrung verläuft. Und mein Beispiel ist jemand, über den Sie bei der nächsten, beim nächsten Vortrag hier in dem Raum noch sehr viel mehr erfahren werden, nämlich Paulus. Paulus wird so dreimal bei Lukas Christ durch eine Vision, das heißt durch eine innere Erfahrung. Er wird nicht Christ durch die Schrift, seine, das Alte Testament, sondern durch eine spirituelle Erfahrung. Und wir finden sofort ein Phänomen, das Kolberg bei seinen Hermetikern kritisiert, nämlich Paulus interessiert sich für die Geschichte des historischen Jesus praktisch überhaupt nicht. Die Zeitzeugen haben damals gelebt, aber Paulus hat offensichtlich niemanden gefragt, was mit diesem Jesus sei. Diese Geschichte interessiert ihn nicht, weil er begründet seine Autorität aus innerer Erfahrung. Die Abendmahlsworte, die er überliefert, ich übernahm vom Herrn. Oder er sagt, erschien den 500 und am Ende mir gleichsam der Fehlgeburt. Er erschien. Das ist eine Theologie, wie Gerd Theissen gesagt hat, vom Sehen her und nicht vom Lesen. Und wie Spiritualisten so sind, haben sie ein offenes Herz und eine offene Flanke für Dinge, die wir manchmal mit Distanz nur anfassen. Er akzeptiert, ich würde sagen, wegen seiner spiritualistischen Grundhaltung etwa Zungenreden, Glossolalie in Korinth, oder er nimmt die Totentaufe hin, irgendwie jedenfalls. Man könnte ähnliche Züge bei Jesus feststellen, wenn er in der Bergpredigt sagt, ich aber sage euch, dann ist da ein Anspruch auf Vollmacht, auf Exousia, wie es im Griechischen heißt, die Tora nach eigener Einsicht auszulegen. Und eben auch Jesus, weil er wohl beansprucht, aus einem besonderen, intimen Verhältnis zu seinem Vater zu sprechen. Auch das, in aller Vorsicht, könnte man eine Art von Spiritualismus nennen. Dieser Spiritualismus zieht sich nun durch die Kirchengeschichte. Montanisten in der Antike, Franziskaner Spiritualen, Schwärmer, Quäker, Methodisten, Quietisten, charismatische Bewegung. Die Kirchengeschichte ist voll von diesen Gruppen. Hier geht es sehr oft um die Konkurrenz von Geist und Schrift, Geist und Institution, Geist und Ritual. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt für die Deutung von Esoterik heute zu sein, wo ich gleich im nächsten Kapitel zu komme. Ich habe den Eindruck, dieser Spiritualismus,
den ich gerade aufgezählt habe, das ist so etwas wie ein verdrängter Schatten der Christentumsgeschichte. In dieser Funktion haben Jesus und Paulus, würde ich sagen, eher selten Nachfolger gefunden. Und ich habe ihnen versucht klarzumachen, warum man diese Kritik nachvollziehen kann, jedenfalls aus der Perspektive orthodoxer Theologie. Ein Spiritualismus kann alles in Frage stellen, was vielen als Fundament der christlichen Lehrtradition gilt. Die Differenz von Gott und Mensch kann eliminiert werden, weil ja der Mensch göttlich sein oder werden kann. Schöpfungstheologie hat nur noch homöopathische Konsistenz oft. Erlösung sehr individuell. Sakramente ist dann Teil äußerer Institutionen, Fixierung. Und die Bibel kann zu einem Hilfsmittel aus vergangenen Zeiten werden. Ich gebe Ihnen jetzt keine Antwort darauf, was hier richtig und falsch oder wahr und unwahr ist. Ich halte nur fest, und das scheint mir soziologisch relativ klar zu sein, diese spiritualistische Tendenz wurde marginalisiert. Und immer wenn sie auftauchte, hat sie sozusagen ihre Kritiker gefunden. Kolberg habe ich ihn genannt. Und es ist von daher kein Wunder, dass viele der Begriffe, mit denen wir Spiritualisten bezeichnen, Schimpfwörter sind. Schwärmer, die sind so ein bisschen cloudy. Quäker, die zittern. Quietisten, die sitzen halt regungslos in der Ecke und tun eigentlich gar nichts. So, damit haben wir vielleicht das Schlimmste hinter uns. Jedenfalls haben wir die Brillen geschliffen, die Gegenwart vielleicht anders nochmal neu wahrzunehmen und eine Reformierung in Augenschein zu fassen. Ich komme damit zu meinem, damit bin ich jetzt viel zu weit, zu meinem fünften und letzten Punkt, nämlich zu der Frage, wie kann man heute mit Esoterik umgehen? Und ich habe das einen Modellbaukasten genannt, weil ich Ihnen nicht eine einzige und sozusagen unmissverständliche Antwort präsentieren werde. Ehe ich das tue, muss ich eine kleine Rollenklärung vornehmen. Ich habe bisher in meiner Wahrnehmung als Religionswissenschaftler gesprochen, der eine Außenperspektive auf ein Thema hat und insbesondere keinen Zugang zu der Frage haben kann und in der Regel haben will, was da wahr und falsch dran ist. Ich ziehe jetzt zumindest manchmal den Mantel des Theologen an. Das hat sozusagen einen normativen Impact. Sie werden das an der einen oder anderen Stelle hören. Ich habe dazu 10 Stichworte ausgewählt, die ich jetzt in der letzten Viertelstunde abarbeiten möchte. Punkt 1, Verdrängtes und seine Wiederkehr. In vielen, nicht allen Vorstellungen und Praktiken, die heute unter Esoterik rubriziert werden, kommt uns, das ahnen Sie jetzt aus dem Vorhergesagten, eine verdrängte, marginalisierte Geschichte des Christentums entgegen. In einigen dieser Elemente der Wikipedia-Esoterik, die ich eingangs genannt habe, kommen diese hermetisch-spiritualistischen, auf Geist bezogenen Elemente wieder vor. Theosophie, Anthroposophie, Reinkarnationstherapie, Bachblütentherapie. Immer spielt diese Dimension des Geistigen gegenüber der Materie, des höheren Wissens eine Rolle. Die porösen Grenzen zwischen Geist und Welt werden stark gemacht, es finden sozusagen osmotische Austauschprozesse statt. Die Natur, und das ist in esoterischen Vorstellungen heute weit verbreitet, ist nicht mehr nur unser Gegenüber, weil man in dieser geistbetonten Perspektive den Menschen und selbst als Teil einer göttlichen, umfassenden, ganzheitlichen, integrativen Natur verstehen kann. Erlösung nicht mehr als Geschenk, sondern auch selbstverantwortet. Das ist eben die Stärke dieses geistigen Menschen. Und damit
möchte ich sozusagen meine zweite These des heutigen Abends auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass Vorstellungen und Praktiken, die heutzutage das Etikett Esoterik erhalten sind, in Teilen und nur in Teilen, aber immerhin das, gut verständlich sind als verdrängte Dimensionen des Christentums. Das bedeutet nun im Umkehrschluss, dass Esoterik nicht losgelöst von Christentumsgeschichte betrieben werden kann, sondern immer mit ihr verbunden war, teilweise als Element, teilweise als angelagerte Gegenstände. Um die Dinge nicht allzu einfach zu machen, man kann natürlich in dieser Wikipedia-Esoterik, die ich Ihnen eben gezeigt habe eingangs, auch genau das Gegenteil finden. Das ist auch klar. Das müssen wir jetzt festhalten mal, dass die Perspektive, die ich Ihnen aufgemacht habe, für vieles stimmt, aber längst nicht für alles. Man könnte jetzt im Anschluss an diesen ersten Punkt nochmals die Anthroposophie durchbuchstabieren. Wie weit passt sie in dieses Raster? Und ich würde sagen, die Anthroposophie passt da relativ gut rein. Für Rudolf Steiner ist der Unterschied zwischen Geist und Materie nur relativ, nicht kategorial, nicht grundsätzlich. Deshalb ist für ihn der Mensch göttlich. Und deshalb muss er, so Rudolf Steiner, sich selbst erlösen. Ich zitiere mal, die persönliche Sünde muss in Selbsterlösung abgetragen werden. Soweit Rudolf Steiner. Zweiter Punkt. Ich habe den kulturelle Austauschprozesse genannt. Mit dieser Traditionstheorie, die Esoterik partiell als Resultat einer marginalisierten Christentumsgeschichte begreift, stellen sich eine Vielzahl von Fragen, ob nämlich das eine ausreichend weite Perspektive ist. Man kann und muss fragen, welche Rolle spielen eigentlich nicht-christliche Einflüsse? Schon bei den Renaissance-Texten Corpus Hermeticum, die ich Ihnen genannt habe, ist klar, das sind zumindest großenteils nicht-christliche Traditionen. Wir diskutieren inzwischen, ob das Corpus Hermeticum nicht in christlich geprägten Kreisen entstanden ist. Aber evident ist, dass Kernannahmen eher aus der nicht-christlichen griechischen Philosophie kommen. Heute stellt sich die Frage nochmal anders. Was ist mit Asien, mit der Rezeption asiatischer Vorstellungen? Die ersten Anhänger der Theosophie, und das ist die Muttergesellschaft der Anthroposophie, die stammten aus dem Westen, suchten nach dem geistigen Göttlichen, zuerst im Westen, dann in allen Religionen und gingen dann nach Indien, um dort zu suchen oder zu finden auch, was sie im Westen vermissten. Das bedeutete zum Beispiel eine Integration von Reinkarnationsvorstellungen in einer Fassung, wie es sich zuvor im Westen nicht gab. Das heißt, die europäischen Wurzeln der Esoterik, davon rede ich jetzt, erklären nicht alles, wenn auch vieles. Daran anschließend könnte man noch mal ein größeres Fass aufmachen bei diesen kulturellen Austauschprozessen. Warum hat sich eine so intensive esoterische Szene eigentlich nur im Westen entwickelt? Oder stimmt das überhaupt? Gibt es auch eine vergleichbare esoterische Tradition im Buddhismus oder im Islam? Aber hier stehen die Forschungen ganz am Anfang und ich gebe Ihnen einfach diese Frage mit, da denken wir in der Wissenschaft gerade dran herum. Punkt 3, und hier wird es nun deutlich etwas theologischer. Ich meine, die Kirchen sollten überlegen, wie viel sie von der spiritualistischen, hermetischen, in Anführungszeichen esoterischen Tradition zu Unrecht marginalisiert haben oder eliminiert haben. Paulus, sagt man ja, sei keine marginale Figur der Christentumsgeschichte. Ich denke, wir brauchen mehr Einsicht,
dass wir diesen spiritualistischen Teil der Christentumsgeschichte verdrängt haben. Die Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist, ist bezeichnenderweise erst seit dem 19. Jahrhundert ein eigener Traktat, eine eigene Abteilung der systematischen Theologie. Seitdem ist Spiritualismus sozusagen in der wissenschaftlichen Lehre vom Heiligen Geist, ist sie staatstragend, legitimatorisch geworden. Die leicht oder heftig anarchische Dimension ist eingehegt oder gar verschlossen. Ich habe versucht, gleichzeitig klarzumachen, dass die Öffnung auf die spiritualistischen Traditionen nicht unbedingt heißt, alles zu akzeptieren, was da passiert ist. Wenn man mir das nicht glaubt, verweise ich in der Regel auf die weniger netten Seiten, die die meist verfolgten Spiritualisten auch entwickeln konnten. Ich denke etwa an das Regime der Täufer in Münster oder an die Hexenverfolgung der Nachkommen der ausgewanderten Pilgrim Fathers in Salem in Neuengland. Also der Blick auf das, was verdrängt ist, impliziert nicht automatisch, alles zu akzeptieren, was da passiert ist. Punkt 4, der ist sehr kurz, theologische Selbstkritik, nur ein Satz. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was im Christentum wirklich als unverzichtbar gilt. Wer in einen Katechismus oder gar in eine Dogmatik schaut, wird mit einer Bibliothek von Themen konfrontiert, die zumindest für viele Theologen als unabdingbar christlich gelten. Ich glaube, das ist manchmal eher ein Problem als eine Hilfe. Punkt 5, die poröse Wand zur allgemeinen Religionsgeschichte. Ich glaube, diese Debatte um Esoterik stellt die Frage, wie wir mit religiösen Praktiken, Vorstellungen umgehen, die nicht allein Eigentum des Christentums sind. Ich habe gehört, dass irgendwo stehen soll, ihr seid das Salz der Erde. Und dass an dieser Stelle nicht stehe, ihr seid der Mutterboden oder gerade der Fels. Damit verbindet sich für mich die Frage, wie sehen wir uns eigentlich sozusagen im Blick auf die allgemeine Religionsgeschichte? Sind wir der Fels, auf dem alles andere aufsteht? Oder sind wir der Mutterboden, sind wir das Salz, das Dinge verändert in Geschmack und damit auch in dem, was wir um dieses Salz herum anlagern? Punkt 6. Religion? Fragezeichen. Das ist eine eher soziologische Frage. Ich frage mich, ob wirklich alles, was in dem heute Esoterik genannten Feld präsent ist, überhaupt oder zumindest dominant eine religiöse Signatur hat. Esoterische Gegenstände sind in der Regel Hybride. Bachblüten etwa haben einen zugeschrieben medizinischen oder geglaubt religiösen Anteil. Und wenn man diesen religiösen Anteil unterstellt, kann man den von dem medizinischen unterscheiden. Genau das müssen wir tun. Und ehe man eine religiöse Dimension dann akzeptabel findet oder verwirft, muss man extrem gute Kenntnisse dessen haben, worüber man spricht und urteilt. Ich fürchte, das meiste Unheil richtet man an, wenn man die falsche Brille aufhat, etwa mit einer Linse, die uns nur unscharfe Bilder von dem gibt, was wir entweder verwerfen oder lieben. Punkt 7. Wie kann man eine Geschichte der Esoterik schreiben? Üblicherweise schreiben wir Geschichte von einem Anfangspunkt her. Jesus am Anfang des Christentums, das Corpus Hermeticum am Anfang der Esoterik, Hermetikgeschichte der frühen Neuzeit. Ja, und so funktioniert Geschichte, sie läuft von einem Anfangspunkt in der Vergangenheit in die Gegenwart.
Aber so funktioniert unsere Erkenntnis der Geschichte nicht. Die ist nämlich genau gegenläufig. Geschichte gibt es nur mit der Brille der Gegenwart. Das heißt, wenn wir Vergangenheit wahrnehmen, dann nehmen wir sie nie pur, nie rein wahr. Wir wissen nie, wie es wirklich war, sondern wir erkennen Vergangenheit immer nur, weil wir unsere heutigen Zürcher, Schweizer, europäischen Interessen haben, weil wir eine Brille aufhaben, die uns nach etwas suchen lässt. Das kann man eine genealogische Rekonstruktion der Geschichte nennen. Ich habe in einen Aufsatz von Volkert Krech in die Bibliografie geschrieben, der zwar sehr kompliziert, aber hoffentlich nicht unverständlich ist. Das bedeutet für den Bereich Esoterik, wir schreiben eine Geschichte der Esoterik, die es nie gegeben hat. Ich erzähle Ihnen heute eine Geschichte, die aus meiner Perspektive heute plausibel ist. Und ich bin ganz sicher, in wenigen Jahren wird jemand kommen, der das macht, was wissenschaftlich Usus ist, nämlich Zanders Thesen sind Wissen auf Zeit. Und der oder die Nächste wird eine andere Perspektive auf die Geschichte der Esoterik eröffnen. Das sollten wir uns im Hinterkopf halten, wenn wir versuchen, historische Phänomene zu verstehen. Es hat immer sehr viel mit uns und hoffentlich auch viel mit dem Gegenstand zu tun. Punkt 8. Vernetzte Gesellschaft. Das ist sozusagen eine soziologische Großkategorie. Wir diskutieren ja dauernd darüber, wie kann man heutige Gesellschaften verstehen. Klar ist, dass klassische Optionen, unsere sogenannte Moderne zu verstehen, etwa als Industriegesellschaft oder als funktional differenzierte Gesellschaft, heute zunehmend schlecht funktionieren. Robert Knoblauch, ein Soziologe, hat deshalb vorgeschlagen, die heutige Gesellschaft als vor allen Dingen Kommunikationsgesellschaft zu interpretieren. Und eine Kommunikationsgesellschaft, das ist der springende Punkt, ist eine Gesellschaft, in der alles mit allem vernetzt ist. Gerade wenn Sie auf moderne Medien schauen, ist klar, dass sich niemand mehr wirklich abschotten kann. Wir sehen gerade ganz verzweifelte Versuche in Russland oder in China und im Moment funktioniert es. Wahrscheinlich wird es auf Dauer schwierig. Ähnlich argumentiert ein Philosoph, Wolfgang Welsch, der von etwas wie transversaler Vernunft spricht. Damit meint er, es gibt Elemente in der Vernunft, die in unterschiedlichen Kulturen existieren, aber im Grunde unterschiedliche Formen von Vernunft erzeugen. Für das Thema dieses Vortrags bedeutet das, also sowohl mit Knoblauch als auch mit Welsch, die Abschottung von dem, was wir Esoterik nennen, funktioniert nicht mehr. Wir haben keine Chancen mehr, etwa die Editionen des Corpus Hermeticum zu verbrennen, selbst wenn wir es wollten. Es wäre unmöglich. Das hat noch nie geklappt, aber heute ist es völlig undenkbar, dass das im Zeitalter des Internet eine Chance haben sollte. Und das ist jetzt nun schon eine Veränderung, die es in sich hat, weil es zunehmend auch die Stabilisierung geschlossener Milieus, protestantischer, katholischer, pietistischer, buddhistischer Milieus schwierig macht. Weitenteils, nicht komplett, aber weitenteils haben wir nur noch die Chance, darüber zu diskutieren, wie wir mit der Präsenz und manchmal mit der Integration solcher unterschiedlicher Kulturen umgehen. Abschottung funktioniert in der Regel nicht, aber selbst eine solche hingenommene Offenheit auf andere Kulturen, andere Phänomene schließen natürlich die Möglichkeit einer scharfen Abgrenzung nicht aus. Vorletzter Punkt, ja, den habe ich soziologische Gelassenheit genannt.
Eine der wichtigsten soziologischen Veränderungen in der religiösen Landschaft ist das, was ich einen Kontrollverlust über das Phänomen Religion als Kontrollverlust bezeichnen würde. Man hat natürlich immer die Grenzen der Möglichkeiten gesehen, Religion zu kontrollieren, zu formieren. Aber heute sind diese Möglichkeiten in einem immensen Ausmaß geschwunden. Wenn Menschen Vorstellungen verknüpfen wollen, hybridisieren wollen, dann tun sie das. In dieser Situation gibt es zwei Optionen, damit umzugehen. Entweder wir setzen in diesem außer Kontrolle geratenen Religionsfeld auf Argumente oder wir gründen autoritäre Gemeinschaften. Wir sehen beide Phänomene, die ich jetzt polar gegeneinander stelle, in der religiösen Landschaft. Dabei wird es Menschen geben, die scharfe Grenzen ziehen und andere, die eine poröse Wand brauchen. Zentral für Institutionen wie Kirchen ist, aus meiner Perspektive, sich nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen, sondern dieses Spannungsfeld, und das kann durchaus ein Hochspannungsfeld sein, auszuhalten. Damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Meine kleine Matrix. Meine finale Perspektive beruht auf einer Geschichte, die viele von Ihnen vielleicht kennen. Ein Gutsherr und seine Knechte und seine Sklaven schlafen. Da kommt jemand und sät Taumellolch unter den Weizen. Man entdeckt das Unglück erst, als der Weizen Frucht trägt. Die Knechte und die Sklaven fragen, sollen wir das jetzt alles, also den Taumellolch, einsammeln? Der Gutsherr sagt, nein, wenn ihr den Taumellolch entwurzelt, zerstört ihr zugleich den Weizen. Die Antwort des Gutsherrn lautet, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, dann kann man den Taumellolch verbrennen. Sie kennen diese Geschichte, Matthäus 13. Kapitel. Lassen Sie mich zum Schluss zwei exegetische Anmerkungen machen. Zum einen, das, was in den Bibelübersetzungen in der Regel als Unkraut unter dem Weizen übersetzt wird, das ist konkret der Taumellolch. Das hat etwas mit Taumeln zu tun. Taumellolch heißt auch Rauschgras oder Schwindelweizen, weil er enthält psychoaktive Substanzen. Im Klartext, da wächst nicht nur Unkraut, sondern ein bewusstseinsveränderndes, bewusstseinserweiterndes Kraut. Und selbst das sollen wir offensichtlich wachsen lassen. Zweite Bemerkung, mit Blick auf die sogenannte Esoterik kann man daraus meines Erachtens nach nur die Empfehlung ziehen, im Zweifel wachsen lassen, weil man die Gräser erst an ihren Früchten erkennt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kurze Umstellungspause und dann versuche ich mit Professor Zander das Gespräch zunächst zu führen, bevor wir es dann öffnen für euch. Und jetzt brauche ich auch noch ein Mikrofon. So, und ich denke, wir nehmen das Bötchen mal beiseite. Mhm. Ja, ist gut. Das ist gut, ja, prima. Ja, genau.
So, zunächst mal vielen Dank für das reichhaltige Bouquet-Menü, das Sie uns da serviert haben, mit am Schluss diesem Gleichnis. Wachsen lassen, ohne jetzt vorschnell zu handeln, einzugreifen auf diesem Feld. Und doch wird ja unterschieden zwischen dem Weizen und diesem sogenannten Unkraut. Und das ist ja für viele Menschen schon eine Frage, an was kann ich mich orientieren? Genau, das ist diese Spannung, die nicht so einfach mit all diesen Ambivalenzen auszuhalten ist und in der man persönlich, aber auch als Gemeinschaft navigiert miteinander. Die Route findet unter vielen Gruppen Gleichgesinnter, aber dann gibt es eben die anderen dazu. Ich möchte jetzt mit einer ersten Frage den Horizont noch etwas weiter fassen, nämlich Sie haben Asien kurz erwähnt, auch ich meinte auch die Ostkirche, ob es dort Esoterik gibt. Ich glaube, Sie haben so eine Bemerkung gemacht. Und ich habe bei meinen Studien ganz mit Überraschung festgestellt, dass die orthodoxe Tradition eigentlich wie eine offene Türe hat zu vielen esoterischen Standpunkten, wenn man jetzt von der Geistheilung redet oder vom Geist oder was sie als Spiritualismus bezeichnet haben, nämlich diese Frage des Heiligen Geistes. Und sie haben gesagt, dass das erst im 19. Jahrhundert, ich glaube, sie haben gesagt, in der westlichen Theologie oder also in beiden Konfessionen ein eigenes Thema wurde. Wir haben ja 500 Jahre vor der Reformation die erste große Kirchenspaltung. Es gab natürlich vorher schon welche, aber dieses Schisma zwischen der Ostkirche und der Westkirche mit dieser Frage des Heiligen Geistes, dieser Filioque Konflikt. Ist der Heilige Geist, Gottes Geist, nur den Christusgläubigen, Getauften verliehen? Oder, und die orthodoxe Theologie spricht von den Energien Gottes, plural, eigentlich fast panentheistisch gesehen überall, in jedem Menschen und auch in allen, in der ganzen Schöpfung zu finden, dass Gott überall mit seinem Geist präsent ist. Ich hatte den Eindruck, dass eigentlich die Geschichte des Westens hier eine Verengung darstellt und deshalb auch vielleicht diese Dimension des Heiligen Geistes etwas verloren gegangen ist oder verengt wurde und hier ein engerer Blick auf die Realität Einzug gehalten hat über die Jahrhunderte, die im heutigen, die natürlich über die Aufklärung im Westen, im heutigen Rationalismus und auch im heutigen Materialismus ein Stück weit gemündet hat. Mich würde interessieren, was Sie noch zu diesem Perspektivenwechsel finden. Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen, die seit so 200 Jahren zunehmend nach Asien strömen, in diesem Osten etwas finden, das eben im Christentum verdrängt wurde, da nicht zu finden ist. Sie kommen dann mit einer anderen Bezeichnung zurück in den Westen, nämlich sie haben dort ihre Buddha-Natur gefunden. Aber in der orthodox-christlichen Tradition könnte man das anders nennen. Und die Ostkirche kennt ja auch dieses Konzept der Theosis, der Vergöttlichung des Menschen, eben weil dieser Unterschied zwischen Gott und Mensch, ich sage jetzt mal, durchlässig ist und nicht eine Schnittstelle, wo es eigentlich vom Menschen her keine Verbindung gibt. Da ist ja noch ein Unterschied zwischen der katholischen und der protestantischen Tradition. Streng protestantisch kommt nur Gott dem Menschen entgegen und kann der Mensch von sich her keinen Zugang mehr zu Gott finden, wegen der Sünde. Aber da ist ja in der Ostkirche eine ganz andere Haltung und sie spricht von dieser Vergöttlichung des Menschen, so wie viele Esoteriker im Westen das jetzt auch davon sprechen. Und mich würde interessieren, was Sie zu dieser Fragestellung sagen.
Wenn ich das jetzt noch ein wenig auf die dritte große Konfession, die dritte große christliche Konfession öffne. Und in ihren Augen ist das aber die katholische Kirche wie die protestantischen Kirchen erst recht heretisch, nicht mehr rechtgläubig. Was ist nicht mehr? Beide westlichen Konfessionen sind in den Augen der orthodoxen Tradition Irrlehren, heretische, nicht mehr orthodoxe Traditionen. Also Sie machen ein denkbar großes Fass auf. Ich möchte es einfach mal auf den Geist und diese Energien Gottes und die Theosis fokussieren. Ja. Also um am Schluss anzufangen, das Verhältnis Orthodoxie, orthodoxe Kirchen, westliche Kirchen ist eher ein schismatisches, ja. Also kein heretisches. Kann man jetzt viel darüber diskutieren, aber schismatisch bedeutet, dass man in grundlegenden theologischen Fragen übereinstimmt und in einzelnen Fragen möglicherweise insbesondere in organisatorischen Unterschiede hat. Aus diesem Blumenstrauß pflücke ich mal 3, 4, 5 Dinge heraus. Religionswissenschaftlich ist spannend, dass die Unterscheidung Orthodoxie, also richtige Lehre, und Häresie, was eigentlich falsche Wahl bedeutet, eine sehr christliche Erfindung ist. Die gibt es vielleicht noch im Judentum. Aber in dem antiken Umfeld des Religion des Christentums kennt man das nicht. Man kann Dinge miteinander kombinieren, die funktionieren mehr oder weniger gut, aber diese scharfe Grenze, orthodox, heretisch, das ist ein echt christliches Produkt der Theologie. Nach diesen Vorbemerkungen zu Ihrer zentralen Frage, was ist mit dem Geist und der Orthodoxie? Ich glaube, religionswissenschaftlich fährt man immer gut damit zu sagen, es gibt alles in allen großen Traditionen. Natürlich gibt es eine Lehre vom Geist im Westen und natürlich gibt es sozusagen die Schwerpunkte, die es im Westen gibt, in der orthodoxen Tradition. Sie haben richtig gesagt, in der orthodoxen Tradition gibt es einen Terminus Theosis, Gottwerdung, könnte man den übersetzen, der bei manchen Kirchenvätern, Basilius, fast dahin führt, dass man ganz schwer noch unterscheiden kann, ist der Mensch nicht Gott? Oder was bedeutet das, wenn der Mensch eigentlich göttlich wird? Wir haben diese Tradition auch im Westen, aber schwächer. Und deshalb sagen, die orthodoxe Kirche hat andere Schwerpunkte gesetzt als der Westen. Wenn ich einen Schwerpunkt aus der westlichen Tradition dem entgegensetzen würde, wäre das eine ganz andere Kiste. Würde ich auf Augustinus verweisen. Für Augustinus ist der Mensch gerade nicht in der Lage, göttlich zu werden, weil er durch die Erbsünde korrumpiert ist. Das nehmen wir in der Regel als Katastrophengeschichte wahr oder häufig. Und die ist es auch. Ich würde aber gerne darauf verweisen, dass diese augustinische Position dazu geführt hat, dass die westliche Tradition eine ganz intensive Selbstreflexion über die eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten freigesetzt hat. Ich sag mal, die böse Erbsündenlehre hat gleichzeitig dazu geführt, dass wir so etwas wie eine Psychologie entwickelt haben. Ohne Augustinus, ohne diese Reflexion auf Sünde, keine Psychologie. In der Ostkirche hat es diese Reflexion in dieser Schärfe nicht gegeben. Und deshalb gibt es in der Ostkirche auch nicht so etwas wie eine augustinisch-protestantische Tradition. Und deshalb ist der Import von psychologischen sind psychologische Überlegungen eher ein Import in die Ostkirche. Das heißt, wenn Sie Theosis einfordern, da würde ich Ihnen recht geben, das gibt es stärker in der Ostkirche als in der Westkirche. Aber ich würde gleichzeitig diskutieren, welchen Preis zahlen wir für welche Schwerpunktsetzung. Theosis hieß in der Vergangenheit weniger Psychologie, weniger Selbstreflexion, weniger Reflexion auf
das handlungsfähige, weil sündenfähige Individuum. Jetzt stehen wir allerdings heute vor der Situation, dass die Psychologie professionalisiert ist. Da brauchen wir Augustinus nicht mehr für, das ist säkularisiert. Und merken, dass wir bestimmte Traditionen des Christentums vermissen. Da sind wir genau an der Stelle, die Sie auch genannt haben. Die Vorstellung, dass die Grenze zwischen Geist und Materie, zwischen Gott und Mensch poröser, durchlässiger, osmotischer ist, als es unsere westliche Tradition hergibt, das kann man über die ostkirchliche Tradition erfahren. Sie haben dann noch gesagt, ja, die Buddhisten oder Menschen, die buddhistische Praktiken an sich ziehen, die machen was Ähnliches. Würde ich sagen, ja, im Blick auf den Punkt, dass möglicherweise Geist und Materie sozusagen poröser werden. Aber wer den Buddhismus ernst nimmt, muss auch ernst nehmen, dass das, was wir sehen, was wir als Geist, als Materie, als Mensch, als Person bezeichnen, Illusion ist. Das ist Maya. Das heißt, wenn Sie sich sozusagen die buddhistische Variante der Nivellierung des Geist-Materie-Verhältnisses einkaufen, kaufen Sie sich, wenn Sie es ernst nehmen, auch eine ganz kritische Erkenntnis, kritische Anthropologie und Kosmologie ein, weil, wie gesagt, im Kern das, was existiert, für den Buddhisten Illusion einer Maschine ist, die wir Bewusstsein nennen. Also mein Punkt wäre, wenn man eine Tradition attraktiv findet, kann man ja machen, Ostkirche oder Buddhismus oder was auch immer. Wir müssen darüber überlegen, welche Konsequenzen hat das? Und wir kaufen uns in der Regel, jetzt bin ich mal flapsig, nette Dinge und weniger nette Dinge ein. Ich habe jetzt diese Fragestellung deshalb noch angezogen, weil die Frage auch bei vieler Esoterik ist ja dieser, ja, Spiritualismus haben Sie es auch genannt, diese Primat des Geistes, sage ich jetzt mal, Stichwort Geistheilung. Und da springe ich jetzt sozusagen in die Gegenwart. Von vielen Esoterikerinnen und Esoterikern wird ja die Quantenphysik sozusagen als Kronzeuge angeschaut, dass im Westen der Geist sozusagen wieder um die Ecke geschaut hat, dass eigentlich Materie nicht aus Materie besteht, sondern aus Geist, um die Formulierung von Hans-Peter Dürr zu formulieren. Was sagen Sie dazu, ob die Quantenphysik hier ein Übergang in diese Frage ist? Ist Geist eine Funktion der Materie oder ist eigentlich Geist das Primat und die Materie nur eine Funktion des Geistes? Das ist eigentlich eine große Fragestellung, die sich hier mit diesem Verhältnis von Christentum und Esoterik ja auch widerspiegelt. Und jetzt sozusagen ein Sprung vom Filioque-Streit im 9. bis im 11. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert. Also da erwischen Sie mich an einem Punkt, an dem ich schlicht überfordert bin. Ich verstehe das, was in der Physik passiert, ehrlich gesagt nicht. Ich kann zwar so Begriffe wie Quantenphysik und Strings und dies alles einordnen, aber mir fehlt einfach das Wissen, sozusagen auf Augenhöhe zu verstehen, was Physiker da treiben. Was ich meine zu verstehen, ist, dass wir dauernd versuchen, Religion mit Hilfe der Wissenschaft zu begründen. Das ist so ein Phänomen, von dem denken wir immer, dass er irgendwie uralt ist, ist aber in der Schärfe ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Es kommt aus dieser Konfrontationsstellung Naturwissenschaft, Religion her. Und so ein Restbestand ist für mich der Versuch, jetzt Religion mit Strings und Quarks und was auch immer da ist, zu begründen. Ich neige dazu, an so einem Punkt in ein ganz anderes Boot zu steigen und zu sagen, theologisch ist es sinnvoll, zwischen Wissen und Gewissheit zu unterscheiden. Was wir wissen können, ist begrenzt, umstritten,
ist abhängig von unseren Laboratorien, von unseren Methoden, von unseren Annahmen. Und wenn wir über Wissen an das Phänomen Religion kommen wollen, können wir vielleicht relativ nahe dran kommen, aber sozusagen den Geistbeweis, früher hätte man gesagt, den Gottesbeweis, glaube ich nicht, dass wir den hinkriegen. An dieser Stelle gibt es im Deutschen einen Begriff, den es in vielen anderen europäischen Sprachen nur schwer zu übersetzen gibt, nämlich Gewissheit. Wir müssen das, was im Bereich von naturwissenschaftlichen Theorien, sei es Hans-Peter Dürr oder Max Türkauf oder wie sie immer heißen, was uns da angeboten wird, müssen wir zu einer persönlichen Entscheidung machen. Das müssen wir sozusagen unsere persönliche Gewissheit übertragen. Ich zweifle, dass es diese physikalischen Gottesbeweise am Ende wirklich, dass die wirklich funktionieren. Die Fragen sind mir auch zu schwierig. Was ist das, wenn sich Materie auflöst am Rande der Lichtgeschwindigkeit? Was ist, wenn die in einem schwarzen Loch verschwindet? Das ist alles derartig weit weg und schwer fassbar für mich, dass ich denke, das müssen kundigere Leute irgendwie beantworten. Okay, aber was Sie jetzt sagen, dann nennen wir uns jetzt doch dieser, wie soll ich sagen, diesen zwei Polen, die Sie beschrieben haben, wie jetzt der Logik sagt, Schrift oder die innere Erfahrung. Sie haben jetzt auch für die innere Erfahrung, das kann jeder nur selber oder man kann das nicht eigentlich wissenschaftlich beweisen. Ich habe ja nicht von einem Beweis gesprochen, sondern nur, was Sie denken, ob das für die Esoteriker zu Recht ins Feld geführt wird, dass sie sagen, ja, dieser Geist ist eben wirklich überall und das ist eigentlich das zentrale, ich sage jetzt Fluidum, das man, mit dem man arbeiten kann und das wirkt und nicht die Materie, zum Beispiel in der Homöopathie oder in Bachblüten haben Sie erwähnt. Ich möchte jetzt Sie noch auf diese beiden Pole ansprechen. Schriftprinzip oder innere Erfahrung, die Spiritualisten. Man kann das ja fast mit diesen zwei Polen, Fundamentalismus und Mystik, das ist jetzt noch ein weiterer Begriff, den ich einbringe, vergleichen, dass die Mystiker ja eigentlich ganz stark auch von ihrer inneren Erfahrung, auch Gottes Erfahrung ausgehen und interessanterweise hier ja ganz viele Gemeinsamkeiten auch zwischen den Konfessionen und Religionen feststellen. Also die Mystiker haben eigentlich Frieden untereinander und große Gemeinsamkeiten, während die Fundamentalisten auf dem anderen Pol, und wir beobachten das in allen Religionen, wenn ich jetzt nur die monotheistischen nehme, im Judentum, im Islam, im Christentum, haben wir in den letzten Jahrzehnten ja ein starkes Ausprägen dieses Flügels auch erlebt, kann man auch sagen, das sind dann die Schriftgelehrten, die eigentlich dann in den Streit kommen zueinander, und die Mystiker sind in diesem Pol die Spiritualisten. Und wie schätzen Sie diese Situation ein und die Entwicklung, die wir in den letzten 30, 40 Jahren hier beobachten? Und diese Spannungsfelder, weil ja Religion wieder eine wichtige Kriegsursache geworden ist? Lassen Sie mich, und Sie ahnen, dass das ein kleines Steckenpferd ist, mit einer sprachgeschichtlichen Beobachtung beginnen. Der Begriff Mystik ist auch ein relativ junges Produkt. Kommt im 16. Jahrhundert auf. Sehr selten. Und die große Karriere ist im Grunde parallel zu Begriffen wie Okkultismus im 19. Jahrhundert. Dann müssen wir uns immer fragen, was tun wir eigentlich, wenn wir diesen Begriff, den wir jetzt gerade mal 150 Jahre sozusagen in den massiven Gebrauch genommen haben, in fremde Zeiten transportieren. Das nur so als sozusagen geliebte Verunsicherung im Begriffsgebrauch. Ich finde, Sie haben jetzt eine starke These aufgestellt. Die Mystiker, nennen wir sie mal so, das sind die, die zueinander kommen, die sozusagen Gemeinsamkeiten überall entdecken. Und die Schriftgelehrten, das sind die, die am Detail rumdiskutieren, Differenzen aufmachen und am Ende zu den Konflikten führen. Ich würde sagen, es ist wie immer. Das ist eine Wahrnehmung, die stimmt auch oft. Und ich könnte Ihnen genau die gegenteilige Geschichte erzählen.
Nämlich Mystiker sind die, die eine innere Erfahrung haben, denen Gott wirklich erschienen ist und die dann behaupten, so ist es. Und über Erfahrungen diskutiert man nicht, sondern die hat man. Hingegen diese Schriftgelehrten sind die, die sich die Mühe machen, Texte auszulegen, die versuchen zu verstehen und die merken, da stößt man auf Differenzen und die muss man austragen. Dass diese Konflikte manchmal blutig und unangemessen ausgetragen werden, ist eine klare Sache, das passiert. Aber ich hätte keine Probleme, genau diese Schriftgelehrten zu verteidigen, also Menschen, die sich nicht auf Mystik, sondern auf Schriftgebrauch berufen, weil die sind diskussionsfähig. Die wissen, dass jede Interpretation durch eine andere ergänzt, widerlegt, überholt werden kann. Und im Ernstfall oder hoffentlich die gesprächsfähigeren sind als Mystiker. Okay, okay. Wir nehmen es zur Kenntnis. Ich bringe noch zu einer anderen Frage. Ich knüpfe vielleicht nochmal bei dieser Theosis in der Ostkirche an. Diese Selbstvergöttlichung des Menschen ist ja eigentlich auch in der Ostkirche nicht eine Selbsterlösung. Es ist die Gnade, die vorausgeht. Und natürlich kommt dann das eigene Werk dazu. Im Westen vielleicht unter dem Begriff der Heiligung subsumiert oder in der protestantischen Theologie. Sie haben Rudolf Steiner erwähnt, der auch von der Selbsterlösung, Sie haben dieses Wort in diesem Zusammenhang gebraucht. Mir ist aber auch in Erinnerung, und eigentlich wurde jetzt in dem Vortrag ganz wenig über die Bedeutung von Jesus Christus gesprochen. Für Rudolf Steiner und der Anthroposophie hat doch Jesus Christus eine eminent große weltgeschichtliche, heilsgeschichtliche Bedeutung. Also nicht einfach Selbsterlösung pur. Oder vielleicht müsste man sagen, ja, also das Erscheinen, das Ereignis von Jesus Christus ist eigentlich wie die Voraussetzung, dass der Mensch seinen Weg zu Gott oder diese Selbsterlösung, um dieses Wort zu benutzen, diesen Weg beschreiten kann. Wie ist das bei Rudolf Steiner? Geben Sie mir die Chance, noch auf gerade eine Sache zuvor zu reagieren. Dass Ostkirche auf Selbsterlösung hinauslaufe, das glaube ich nicht. Sondern da kommen Mensch und Gott in ein Verhältnis, das würde ich, sagen wir mal, kooperativ nennen. Aber Selbsterlösung heißt am Ende, dass ich es wirklich selber mache, selbst mit vorausgegangener Gnade, einer Gratia Preveniens. Das würde ich, soweit ich orthodoxe Theologen verstehe, würde ich das nicht unterschreiben. Ja, ich habe ja gesagt, da läuft die Gnade voraus. Das ist nicht, ich ziehe mich selbst aus dem Sumpf. Aber für die westliche Theologie, insbesondere die protestantische, ist diese Theosis ein No-Go. Das ist ein Schipolett, da können wir uns nicht finden. Das ist bisher die übliche theologische Position des Westens gegenüber der Ostkirche. Ja, die Theosis ist natürlich eine sozusagen theologische Formulierung, die im Laufe der Zeit in der Ostkirche gewachsen ist. Ich würde so ein Thema eher lieber mit einem Blick auf das Matthäusevangelium und den Paulus diskutieren. Wenn Sie im Matthäusevangelium lesen, es soll kein Jota des Gesetzes gekrümmt werden, dann ja deshalb, weil es das Gesetz es mir ermöglicht, mich den Regeln Gottes entsprechend zu verhalten. Und wenn Sie dann schauen, was Paulus aus dem Gesetz machen kann, ist das Gesetz eher ein Hindernis oder kann es sein? Das heißt, wir haben schon in den neutestamentlichen Texten ganz unterschiedliche Perspektiven. Das wäre für mich theologisch ein ganz springender Punkt. Nicht jeder Text in der Bibel ist für die gesamte Menschheit in gleicher Weise geschrieben, sondern der Matthäus hat ein Problem und der Paulus hat ein Problem und die geben unterschiedliche Antworten für unterschiedliche Menschen. Und irgendwo in der Achse ist der Auferstandene. Das sozusagen nochmal zum Umgang damit. Und Matthäus, würde ich dann auch sagen, ist niemand, der eine Selbsterlösung fordert, aber ganz anders als Paulus mit der Erlösungsfrage umgeht.
Wenn der Herr Tyson bei der nächsten Sitzung kommt, der ist da viel kompetenter als mich. Das müssen Sie, glaube ich, den fragen. Aber Sie kennen die Anthroposophie, yes, und was Rudolf Steiner vom Ereignis von Jesus Christus hält, ja, und ob das, wie das mit dieser Selbsterlösungsgeschichte zusammenhängt. Ja, das ist natürlich ganz spannend. Ich erzähle Ihnen jetzt sozusagen gerade Rudolf Steiner in Kurzfassung, um den Ort der Christologie zu identifizieren. Steiner wird meiner Auffassung nach weitgehend areligiös groß. Dann kommt er nach einer Lebensphase in die theosophische Gesellschaft und lernt da ein System kennen, das mit Christologie wenig zu tun hat. Da geht es um so eine Metapher Steiners, dass sich der Geist wie ein Tropfen zum Meer verhalte. Das ist ein Bild, das er benutzt. Christus spielt da überhaupt keine Rolle. Dann lernt er über die Theosophie christliche Literatur oder theosophisch-christliche Literatur kennen. Aber in den ersten 6 Jahren ist Jesus für ihn einer der großen Eingeweihten. Es gibt ein esoterisches Werk, das heißt die großen Eingeweihten, da kommt dann auch Christus vor, Jesus vor. Und im Herbst 1906 christologisiert er seine Jesusvorstellung. Ich weiß nicht warum, aber der Befund ist philologisch gut belegt. Und der Christus, er spricht in der Regel von der Christus, dem Christus, der Christus wird dann zu einer Figur, die kosmische Dimensionen hat. Und von dieser Position aus muss man meines Erachtens nach Steiners Christusfigur lesen. Das heißt, der frühe Steiner kann in absoluter Lockerheit von Selbsterlösung sprechen. Es gibt ein Buch von Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Wenn Sie da in die erste Auflage schauen, die heutige Buchausgabe sieht anders aus. Wenn Sie in die erste Auflage schauen, Selbsterlösung ohne Kommentar läuft. Dann kommt zwischen 6 und 12 der Christus dazu und der Christus wird verantwortlich für etwas, was man sozusagen die kosmischen Katastrophen nennen kann. Das, was die Fähigkeit des einzelnen Menschen übersteigt. Und dann sagt Steiner, für das, was wir selbst verantwortet haben, da müssen wir uns im Gang der Reinkarnationen selbst von erlösen. Aber das, was unsere Kraft übersteigt, das nimmt der Christus. Und es gibt so Äußerungen von Steiner, wer diese persönliche Selbsterlösung bestreitet, der ist einfach feige vor dem Leben. Feigheit ist ein Terminus, der kommt da bei Steiner vor. Das heißt, Selbsterlösung bei Steiner ist in der Tat auf den persönlichen Bereich beschränkt, während der Christus ja, für die kosmische Erlösung mit zuständig ist. Sie ahnen, da steckt ganz viel Christentum drin. Aber das, was Steiner da macht, ist die Konstruktion einer ganz, ganz eigenen Christologie. Sie können diesen kosmischen Christus relativ gut mit Vorstellungen aus der Ostkirche verbinden. Ich habe den Eindruck, das sind aber eher strukturelle Gemeinsamkeiten. Der springende Punkt ist für mich eigentlich, dass Steiner mit sowas wie Vergebung nichts mehr anfangen kann. Es gibt ja die anthroposophisch inspirierte Kirche, die Christengemeinschaft, die hat 7 Sakramente, da gibt es die Beichte und die Beichte wird entkernt. Steiner will ausdrücklich keine Vergebung, sondern die Beichte ist ein kraftstärkendes Sakrament, das stärkt den Einzelnen. Und um seine Schuld wieder selber abzutragen, genau, zum Beispiel. Mhm. Genau, das hilft uns in der nächsten Inkarnation, die Dinge besser zu machen. Vergebung, das ist natürlich auch so ein Problembegriff geworden, der ist altfränkisch, da haben die meisten den Eindruck, das ist irgendwie eine fremde Macht, die uns etwas sozusagen Gutes oder Schlechtes tut. Aber die radikale Seite des Vergebungsbegriffs, das würde ich jetzt als Rheinländer sagen, schwamm drüber, der Tisch ist jetzt wieder sauber, jetzt fangen wir einfach wieder neu an und lassen eine Vergangenheit, die uns bedrängt, hinter uns. Genau das funktioniert bei Steiner nicht,
Weil man muss reinkarnieren und man muss das, was man getan hat, jetzt auch bitteschön verantworten. Das ist ein hohes Autonomieideal, aber auch ein Ideal, das sozusagen keinen Heller ungesühnt lässt. Und an dem Punkt spielt der Christus sozusagen nur in der kosmischen Großstruktur eine Rolle. Also dieser kosmische Christus spielt ja in vielen esoterischen Traditionen, auch in neueren, eine Rolle. Ich denke nicht immer in enger Verbindung zur Anthroposophie. Und in vielen esoterischen Traditionen spielt auch die Vergebung eine zentrale Rolle, auch die Selbstvergebung. Und das führt mich noch zur nächsten Frage. Sie haben jetzt die Reinkarnationskonzepte noch erwähnt. Gibt es Ihrer Meinung nach aus diesem Bereich der Esoterik, den Sie kennen, anschlussfähige Vorstellungen von Reinkarnation ans Christentum? Das ist ja sozusagen der zentrale Stein des Anstoßes. Ja, also meine kürzeste Antwort lautet dann nein. Auch wenn Bücher vorliegen eines Theologen, eine biblische Konzeption der Reinkarnation und das auch biblische Stellen auch zu basieren versucht? Ein biblischer Entwurf einer biblischen Erlösungslehre? Also, erstens, die Stellen muss mir noch jemand zeigen. Ich meine, ich hätte die mit meinen Kollegen auch ernsthaft durchgearbeitet. Ich sehe das einfach nicht. Das liegt nicht nur daran, dass das irgendwie nicht explizit in der Bibel vorkommt, sondern wenn wir von Reinkarnation reden, reden wir von einer neuen Anthropologie. Von einer Anthropologie, in der sie irgendetwas von ihrem Körper sozusagen abspalten müssen. Der Körper ist Verbrauchsmasse im Bereich der Inkarnationen. Sie kriegen einen dauernd neuen Körper mit einer neuen Identität als Mann, als Frau, vielleicht als Tier, als Pflanze, wie auch immer. Dagegen ist die biblische Anthropologie völlig anders. Die kennt das einfach nicht. Ich meine, die biblische Anthropologie kennt ja nicht mal einen Begriff von Seele ordentlich, mit dem man eine Seelenwanderung machen könnte. Ah, der kommt, Psyche, Seele kommt so ein paar Mal im Neuen Testament vor, in so Grußformeln. Aber in der Anthropologie spielt der Seelenbegriff null eine Rolle. Und konsequenterweise heißt es am Ende des Lebens Jesu ja nicht die Auferstehung der Seele, sondern die Auferstehung des Leibes, also das, was uns ausmacht. Die biblische Anthropologie ist an dem Punkt einfach integral. Sie können da keine Einheit rauspacken und sagen, die schicken wir jetzt auf die große Wanderschaft. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum das systematisch so schlecht funktioniert und warum man dann auch keine Seelenwanderungsvorstellungen in der Bibel findet. Dazu kommt, dass Reinkarnation immer mit Karma verbunden ist. Das heißt, der Zander hat was Schlechtes getan. In seinem nächsten Leben muss der jetzt als, ich weiß nicht, irgendwas Böses, Schlechtes wiederkehren. Diese Logik ist zentral und wird in der Regel in allen Reinkarnationsvorstellungen auch angenommen. Du hast was getan und du musst dafür büßen. Du hast was Gutes getan und du bekommst einen Verdienst dafür. Diese Logik ist der Logik der Vergebung sowas von fremd. Das kriegen sie auch mit großen Aktionen nicht zusammen. Und deshalb ist konsequenterweise Steiner jemand, der sagt mit Vergebung, bitteschön, das ist Feigheit vor dem Feind. Das brauchen wir nicht. Also Steiner, den schätze ich an diesem Punkt als wirklich konsequenten Denker. Wenn Reinkarnation, dann bitteschön mit allen Folgen. Und die ganz bittere Variante bei Reinkarnation ist am Ende, wenn sie was Schlechtes getan haben oder ihnen was Schlechtes passiert, sind sie es auch selber schuld. Denn wenn sie was Schlechtes getan haben, dann müssen sie es entweder in der nächsten Reinkarnation ausbaden oder sie sozusagen, ja, lassen was dabei. Das bedeutet, und da ist Steiner auch sehr konsequent, wenn sie behindert sind, wenn sie, das ist ein Beispiel von Steiner, bei einem Brand im Theater verbrennen,
dann haben sie immer entweder was Schlechtes in ihrem vorherigen Leben getan oder sie tun sich etwas Gutes für ihr künftiges. Also Schuld und Leiden haben eine ganz klare Funktion in diesem System. Und wenn Sie ein bisschen Neues Testament kennen und überhaupt die Bibel kennen, ist klar, das geht nicht. So, das war jetzt eine relativ lange Erklärung zu einem kurzen Nein. Okay, also Sie haben natürlich jetzt wirklich ein bestimmtes Konzept von einer Inkarnation im Blick gehabt. Ich denke wirklich, es gibt sehr andere. Und Tom Berg, den Sie erwähnt haben, hat ein ganz anderes Verständnis. Da ist die Vergebung ein zentraler Punkt, obschon er auch die Reinkarnationsvorstellung dabei hat. Das ist ja das, was Hans-Urs von Balthasar im Vorwort sagt, ja, das würde jetzt zur katholischen Dogmatik halt, das wäre außerhalb, aber er würde trotzdem diese Bücher jedem ernsthaften Sucher zur herzlichen Lektüre empfehlen. Das ist dieses erstaunliche Vorwort dieses ganz klassischen katholischen Theologen. 1989, als diese erste schweizerische religionssoziologische Studie, jeder ein Sonderfall, erschien, hat man ja mit Erstaunen festgestellt, dass über 30% der Menschen sowohl ans Erlösungswerk Jesu Christi wie auch an die Reinkarnation glauben. Inzwischen, denke ich, ist dieser Prozentsatz höher. Und es gibt wirklich viele Menschen, die sind jetzt, wie Sie gesagt haben, in dieser offenen, porösen Situation des interreligiösen Austauschs mit man hat das als Bricolage bezeichnet damals, etwas abwertend. Die fischen da eben drüben und stellen sich ihre eigene Religion zusammen, nach Belieben, um es etwas jetzt als Karikatur zu sagen. Was sagen Sie eigentlich zu dieser Situation, dass viele Menschen hier so unterwegs sind? Ich mag mich noch gut erinnern, in den 80er Jahren, als dieses Phänomen der Esoterik aufkam, hat mein Chef in der Erwachsenenbildung gesagt, das ist eine kurze Mode, das wird eben so schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Aber das stimmt nicht. Und es gibt zunehmend Menschen, die sind spirituell unterwegs, jetzt in diesen Zonen, aber sie verlassen die Kirche, weil sie in der Kirche eigentlich keinen, ich sage es jetzt etwas zugespitzt, ernsthaften theologischen Gesprächspartner mehr haben. Viele Urteile, aber eigentlich nicht in Kenntnis dieser Dinge, mit denen sie unterwegs sind. Tja, die Zahlen zur Reinkarnation, um damit mal anzufangen, das ist ein extrem schwieriges Geschäft, weil wir nicht ganz genau wissen, wie die zustande kommen, was Menschen da wirklich mit verbinden. Glauben die felsenfest daran? Finden die das einfach schön? Ist es trostreich? Hat es etwas damit zu tun, dass uns der Glaube an den Himmel abhanden gekommen ist und wir dann wenigstens noch wiederkommen können? Also ist ein schwieriges Geschäft, aber die Zahlen sind in etwa so. Ob es steigt, gibt es im Moment keine so richtigen Zahlen zu. Was ich relativ spannend finde, in Gegenden, wo religiöse Praxis relativ intensiv ist, da sind auch Reinkarnationsvorstellungen stark. In unseren säkularisierten Teilen in Europa, Estland, Tschechien, DDR, Ex-DDR, da sind auch die Zustimmung zur Reinkarnation niedrig. Das bedeutet, Reinkarnationsvorstellungen korrelieren mit auch einer ansonsten religiösen Praxis. Das heißt, ein ganz klein wenig, jedenfalls bei uns im Westen, hier in Europa, leben Reinkarnationsvorstellungen davon, dass es im Moment christliche Praxis gibt. Jetzt habe ich Ihre zweite Frage vergessen. Ja, einfach diese Menschen gehen zunehmend, entfernen sich von der Kirche. Ja. Die Kirchenverantwortlichen beklagen, sagen, ja, Spiritualität ist ein Thema, aber sie kommen nicht zu uns. Ja. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die Zahlen, die Entwicklungen sehen wir so ähnlich. Wir haben einen Verlust der Zugehörigkeiten, der gesellschaftlichen Bedeutung von Kirchen, von Christentum, das ist so. Ganz schwierig ist die Frage, woran liegt das und wo sind die Alternativen? Ich nehme im Bereich Esoterik wahr, dass es ganz, ganz schwer ist, zum Beispiel institutionell auszumachen, wo sich diese eigentlich kristallisiert.
die Christengemeinschaft als anthroposophische Kirche oder Kirche in anthroposophischem Geist ist eher eine Ausnahme. Ansonsten haben wir ein Milieu, das sehr individualisiert ist. Kollegen, die versuchen, das zu erforschen, die schauen zum Beispiel über Anbieter, wer bietet sowas an, wer bietet Reinkarnationstherapie, Bachblütentherapie und sowas an, weil das sind so Größen, die wir fassen können.